Hallihallo, da bin ich wieder. Mein Name ist Michael Lemeschko und seit ein paar Monaten bin ich einer der sogenannten Yannick Science Botschafter. Vielleicht bald nicht mehr, wenn Sie diesen YouTube-Kanal entdecken. Ab und zu gehe ich in verschiedene Schulen und erzähle Kindern über Physik und mein Leben als Wissenschaftler. Ab und zu verwende ich Mikrowellenherd als gutes Beispiel für verschiedene physikalische Phänomene. Und dann frage ich normalerweise, wer hat eine Mikrowelle zu Hause? Und letztes Mal gab es überhaupt keine Reaktion. Und dann frage ich aber, wisst ihr, was eine Mikrowelle ist? Und sie alle sagen, ja, natürlich, was meinst du? Habt ihr von Hipstern gehört? Diese neue Bewegung, die aus Leuten besteht, die alles lieben, was ich als Kind in Sowjetrussland hasste. Passt auf, diese Hipster haben schon Kinder. Diese Kinder sind 18 Jahre alt und sie haben keine Mikrowelle zu Hause. Genau dieser Zielgruppe widme ich mein heutiges Video. Jede Woche bekomme ich viele Nachrichten von meinen Zuschauerinnen und Zuschauern. Und viele fragen mich, kannst du uns erklären, wie die Mikrowelle funktioniert? Sind Mikrowellen gefährlich? Warum heißt es die Mikrowelle? Warum ist es Mikro und warum ist es Welle? Mikrofon, Mikroskop, Mikrowelle. Elektromagnetische Welle mit geringer Wellenlänge. Das Präfix Mikro bedeutet normalerweise ein Millionstel, wie Mikrogramm, Mikrosekunde. Zum Beispiel für ein Mikroskop ergibt das Präfix Mikro sehr viel Sinn, weil mit Hilfe eines Mikroskops kann man sehr kleine Objekte beobachten. Die Objekte, die nur ein Millionstel von Meter groß sind. Aber wenn es um eine Mikrowelle geht, wie klein sind diese Wellen eigentlich, die unser Essen erwärmen? Stellen wir uns vor, dass wir eine Mikrowelle zufällig im Wald oder in der Wüste gefunden haben. Und wir möchten gerne verstehen, wie dieses Gerät funktioniert und was für Wellen verwendet es, um das Essen zu erwärmen. Was würde eine Physikerin oder ein Physiker in dieser Situation tun? Ich meine natürlich ein echter Physiker, kein theoretischer Physiker, okay? Ein Experiment. Und ein gutes Experiment muss was? Es muss reproduzierbar sein. Schau mal, ich habe ein bisschen Käse gekauft. Okay, schauen wir mal, was das Ergebnis unseres Experiments ist. Man kann deutlich sehen, dass der Käse nicht uniform erhitzt wurde. Es gibt drei weiße Streifen. Die Distanz zwischen diesen Streifen ist ungefähr 6 cm. Diese drei Streifen beobachten wir in verschiedenen Experimenten. Das heißt, unser Experiment ist reproduzierbar. 6 cm entspricht der halben Wellenlänge unserer Mikrowelle. Die ganze Wellenlänge ist deswegen 12 cm. 12 cm ist nicht so Mikro, oder? Vielleicht ist 12 cm Mikro für jemanden, für den 120 km normal ist. Hier ist das elektromagnetische Spektrum und wir können sehen, dass viele, viele Wellen viel kürzer als Mikrowellen sind. Zum Beispiel sichtbares Licht, also die elektromagnetischen Wellen, die wir mit bloßen Augen sehen können, sind viel kürzer. Es gibt diese Gleichung, die das Verhältnis zwischen der Frequenz der Welle und deren Länge beschreibt. Und das Ergebnis ist ungefähr 2,5 GHz.
Das heißt, dass die Richtung des elektromagnetischen Felds sich 2,5 Milliarden Mal pro Sekunde ändert. Die Frequenz von meisten Mikrowellen ist 2,45 Gigahertz. Es ist immer schön, wenn ein Experiment mit der Wikipedia übereinstimmt. Diesen Effekt habe ich den Casimir-Effekt genannt. Vielleicht hast du Freundinnen und Freunde, die Physik studieren oder schon beruflich machen. Und wenn du ihnen über dieses Video erzählst, sagen sie, ah, ich weiß, was er meint, ist diesen berühmten Casimir-Effekt aus der Quantenelektrodynamik. Und du weißt schon, was du darauf antworten sollst. Nein, ich meine keinen Casimir-Effekt aus der Quantenelektrodynamik. Ich meine den Casimir-Effekt aus Käse. Okay, das war's für heute. In der nächsten Folge versuche ich euch zu erzählen, wie die Mikrowelle eigentlich funktioniert und was sie mit Molekülen macht.